Moin und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Weiter geht's nach dem Intro. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wie ihr seht, es dreht sich um das iPad Pro 2024. Und ich habe jetzt schon einige Tests gemacht. Ihr seht auch den neuen Stift schon dran. Und auch Benchmark-Tests, aber die werde ich jetzt mit der Zeit einblenden. Also es gefällt mir richtig, richtig gut. Wir kommen auch noch zum Vergleich mit dem M2-Chip. Gut, da habe ich einen 12,9 Zoll. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wie schon gesagt, ich habe ja eine Möglichkeit, eine eSIM. Und das finde ich auch sehr gut. Also um Gottes Willen, das will ich jetzt hier nicht schlecht reden. Und wenn wir auf mobile Daten hingehen, vom iPad übertragen. Könnt ihr das sehen? Das hatte ich hier oben. Und wenn ich das jetzt, ich kann das auch vom iPhone übertragen oder einen neuen Tarif suchen. Und hier habe ich die Möglichkeit von meinem iPad Pro 12,9 oder vom iPad Mini. Wenn ich das jetzt anklicke, auf Fortfahren, Tarif auf diesen iPad, auf dieses iPad übertragen, weitere Optionen, Übertragungen und so weiter und so fort. Befindet das iPad muss eine kleine Nähe sein. Also ich habe es hier in der Nähe. So, jetzt sollte es eigentlich übertragen werden. Hier seht ihr das jetzt auf einem iPad Mini. Ich habe das irgendwo ein bisschen zu groß gemacht. Fortfahren, anklicken. Dann muss ich eine Nummer eingeben. So, das habe ich jetzt auch gemacht. Und jetzt wird die eSIM konfiguriert. Und jetzt dauert das ein kleines bisschen. Also hier seht ihr immer noch das Kreisen. Und das wird jetzt gerade übertragen. Dann müsste es auch gleich eine Bestätigung geben. Und dann ist das auch erledigt. Also ich musste jetzt eben gerade auf dem iPad Mini der 6. Generation hier oben zweimal klicken. Und dann müsste hier gleich das eine verschwinden und da kommt dann, jetzt dauert das ein kleines bisschen noch, jetzt wird noch die Aktivierung gemacht. Und das finde ich echt gut, also ist eine praktische Lösung. Aber so kann man eine bestehende Karte übertragen und dann ist das auch erledigt. Jetzt wird alles eingerichtet und dann sehen wir das auch gleich. Wir haben ihn im Netzwerk verbinden. So, Mobilfunk ist abgeschlossen, ist jetzt fertig. Und jetzt sehen wir auch die Balken, dass ich jetzt Mobilfunk habe. Gut, Roaming ist aus, kann ich jetzt hier auch aktivieren. Einfach anklicken. Wunderbar, hier ist mein Tarif und so weiter und so fort. Also das finde ich auch eine sehr, sehr gute Lösung. Und ich halte mal mein iPad Mini dazu. Hier sind die Balken jetzt verschwunden. Aber gut, ist ja nun kein Problem. Das finde ich aber echt gut. Ich kann das ja auch denn auf der Internetseite von dem entsprechenden Netzbetreiber hier auch wieder zurückführen. Aber das wollte ich mal gezeigt haben in einem Video, wie das funktioniert. Und das ist eine richtig, richtig gute Lösung. Wir kommen erstmal zum Kameramodul. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das unterste, das silberne, ist das 12,9 mit dem M2-Prozessor. Und das ist das 11 Zoll mit dem M4-Prozessor. Ich persönlich finde es schade, dass eine Kamera weggekommen ist. Der Blitz ist hier sicherlich deutlich besser bei dem M4-Prozessor. Hier sitzt der LiDAR-Scanner. Und hier unten, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ist der Sensor für das Umgebungslicht, was wir ja hier auch haben. Und hier dann auch nochmal. Also, ja. Und denn nur eine 12-Megapixel-Kamera. Das finde ich na klar persönlich echt schade. Und ich kenne auch einige Architekten oder Makler, die das nutzen, diesen Weitwinkel, dieses Weitwinkelobjektiv. Aber gut.
ist sicherlich Meckern auf hohem Niveau. Ja, hier sieht man, die drei Punkte sind gleich geblieben, was ja auch nicht so schlimm ist. Was ich persönlich gut finde, ist, dass die Kamera hier vorne jetzt in der Mitte ist und nicht wie hier oben. Aber gut, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ich persönlich halte mein iPad Pro eh nicht 10 Stunden die ganze Zeit in der Hand. Ich arbeite sicherlich viel damit. Ich nutze es auch zum Filmen. Und denn, um gewisse Kleinigkeiten damit zu machen. Aber um mehr zu machen, benutze ich doch nach wie vor mein iMac und mein MacBook Pro. Bei dem Unboxing habe ich mich garantiert verhasst. Ich bin von dem Display echt nach wie vor begeistert. Auch der Prozessor finde ich gut. Bei dem 12 Zoll, also mit dem M2-Chip, habe ich 1 Terabyte Speicher und habe 16 GB Arbeitsspeicher. Hier habe ich jetzt die Basisversion mit 256 GB, was ich nicht schlimm finde. Hat aber leider nur 8 GB Arbeitsspeicher. Hat auch einen CPU-Kern weniger. Was ich ja gut schade finde, ist, dass man erst ab 1 Terabyte mit dem Aufpreis diese Nanotexturverglasung nutzen kann. Ja, aber wie gesagt, das wird dann auch richtig, richtig teuer. Die 1600 Nits, die sind richtig, richtig gut. Also ich habe es in der Sonne gehalten. Das, was ich machen wollte oder wofür ich es persönlich nutze, geht wunderbar. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Tests gleich und dann ja, reden wir nochmal über den Pencil, der hier wunderbar klebt. Der hält jetzt nun besser, weil ich jetzt eine Schutzhülle habe. Ja, hier wird dann, ich habe damit schon rumgespielt. Das war echt schön. Ja, gut, wo ist? Habe ich beim Pencil 2 auch nicht, da gibt es das nicht und auch nicht genutzt. Also von daher ist das für mich jetzt nicht ganz so wichtig oder so. Aber ja, gut, das muss man klar selber wissen. Gut, dann wollen wir uns mal die Tests ansehen. So, ich habe jetzt ein paar Tests gemacht. Das gibt garantiert YouTuber, die machen das viel, viel besser oder auch ausführlicher. Ich will das nur ein bisschen erwähnt haben. Hier habe ich das iPad Mini der 6. Generation. Hier sieht man den Single Core und den Multicore. Zum Vergleich habe ich noch mein iPhone 15 Pro Max. Haben wir den Single Core und den Multicore, was schon echt nicht schlecht ist. Ich schiebe die mal beiseite. Hier habe ich mein MacBook Pro mit dem M3-Chip. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Einmal den Single Core und einmal den Multicore. Das ist mein iPad Pro mit dem M2-Chip. Und das ist das iPad 11 Pro mit dem M4-Chip. Es ist minimal vielleicht etwas besser oder schlechter als der M3. Klar, sollte er ein bisschen mehr Leistung haben im Gegensatz zum M2-Chip. Das wollte ich nur mal hier so ein bisschen gezeigt haben. Hier habe ich ja nur einen Prozessor, 8 Kerne. Hier habe ich einen Prozessor mit 9 Kernen. Bei dem M2 und bei dem M4-Chip. Den M3 habe ich jetzt nicht weiter hochgescrollt, ist auch nicht weiter wichtig. Es geht ja nur um die Zahlen und Daten. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das jetzt weiter im Detail an. Auch mit dem Apple Pencil Pro. Ja, das Video ist jetzt ein klein bisschen ausführlicher, auch ein bisschen länger. Ich habe auch das iPad Pro mit dem M4-Chip jetzt auch erstmal komplett neu eingerichtet, als wenn das ja
mein erstes Tablet ist. Habe keine Daten übertragen, gar nichts. Und ich sage, es läuft einfach flüssig. Ich bin echt begeistert, wie das so alles funktioniert. Also um Gottes Willen, ich will jetzt den M2-Prozessor nicht schlecht reden, also, oder auch den M3-Prozessor. Aber das ist schon echte Leistung, die hier herrscht. Also ich habe jetzt im Vordergrund das 12,9 Zoll iPad Pro. Also ich habe das mal hier getestet, dieses Final Cut Pro. Also es ist sicherlich nicht schlecht, aber ich arbeite doch lieber mit dem Final Cut Pro auf dem iMac bzw. MacBook Pro. Das Einzige, was ich hier schön finde, ist, ich kann was mit dem Apple Pencil reinkritzeln und das wird dann mit eingearbeitet. Aber ansonsten arbeite ich damit fast gar nicht. Ich filme ab und zu mal oder benutze es als Zusatzquelle, aber ich nutze es nicht. Über den Preis, ja, der ist nicht schlecht, also kann man nicht meckern, aber ich benutze doch lieber mein Final Cut Pro auf dem iMac bzw. auf dem MacBook Pro. Also ich kann damit besser umgehen, muss ich ehrlich gestehen. Also Logic Pro benutze ich gar nicht, habe ich noch nie. Ich habe es mal getestet, aber ich bin weder Musiker noch, ja, konnte in meiner Schulzeit ein bisschen Schlagzeug spielen, aber das war es dann auch schon. Also ich nutze es überhaupt nicht. Für die, die es nutzen möchten, reicht auch der M2-Prozessor. Ist bloß die Frage, nutze ich denn das iPad Pro oder nehme ich das iPad Air mit 13 Zoll? Ja, gut, sind ja auch 12,9. Und habe dann den M2-Prozessor. Bloß, ich habe na klar dann nur 60 Hertz und nicht bis 120 Hertz. Und das sind ja klar hier Mini-LEDs. Ich persönlich finde auch, dass das iPad Pro 11 Zoll mit dem M4-Prozessor ein größeres Upgrade bekommen hat. Denn bisher wurde das ja immer nur mit LCD und das mit Mini-LED gemacht. Aber gut, das ist Ansichtssache. Ist auf jeden Fall mein persönlicher Eindruck, das hat hier das größere Upgrade erhalten. So, jetzt kommen wir auch mal zum Apple Pencil. Also ich habe ihn schon getestet. Also das ist ja der Apple Pencil 2. Den finde ich schon richtig, richtig gut. Aber bei dem Pro, obwohl die sich ja echt ähnlich, würde hier nicht Pro draufstehen, würde man das gar nicht wissen. Also ich finde das schon richtig, richtig gut. Ich finde das auch richtig gut, wenn man hier drauf drückt, dieses haptische Feedback. Und dann seht ihr schon, was ihr für ein Auswahlmenü habt. Also, und dann drückt ihr wieder drauf, obwohl ihr wisst, ihr drückt es nicht, aber durch dieses Feedback, was zurückkommt, ist das richtig, richtig gut. Und dann kann man hier auch einzeln draufgehen, dann kann man das aussuchen. Ich mache den mal jetzt ein bisschen dicker und dann kann man hier, und dann sieht man schon, das sieht man auch beim Apple Pencil 2, hat man das ja auch, diese Vorschau. Gut, jetzt ist hier ein bisschen Schatten, als wenn ich jetzt wirklich mit dem Stift drauf male. Und das finde ich richtig, richtig gut. Und wie zart der, jetzt wenn ich wirklich schreiben würde, hallo, na gut, ist vielleicht nicht ganz so. Und dann drückt man hier wieder drauf, und dann kann man wieder zurückgehen oder Radiergummi benutzen. Und dann kann man das hier so ein bisschen, also richtig, richtig gut. Also ich könnte stundenlang damit rumspielen, nur dass dieses Menü aufgeht. Also ja, mir fehlen die Worte. Ich habe damit, glaube ich, 2 Stunden lang gespielt, dann war der Akku auch leer, muss ich ehrlich gestehen. Man sieht das ja auch hier schon 41% nur noch. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich war nur am Rumspielen. Ich habe leider das neue Magic Keyboard für das neue iPad Pro 2024 nicht. Ich habe es mir ansehen können. Das sieht dann klar mit diesem Aluminium hochwertiger aus und hat auch diese Funktionstasten. Ab und zu mal fehlen sie mir. Klar, da muss ich sonst hier hingehen und das runterscrollen oder so. Aber ich nutze es nicht ja, regelmäßig. Ich nutze auch mein iPad Pro in einer Hülle. Weil, wie sieht das aus? Weil ich kann das ja nicht drehen. Sieht ein bisschen mehr, klar,
kann ich das auch so machen, denn er kippt das nicht um. Aber man kann jetzt auch darüber reden, warum es nur eine USB-C-Anschluss gibt. Klar, es ist ein Thunderbolt, auch bei dem neuen. Bei der Tastatur habe ich auch nur USB-C, aber ich kann ja hier an der Tastatur laden und hier kann ich meine Festplatte anschließen. Ich bin von beiden Apple Pencil begeistert. Ob das jetzt nun der Apple Pencil 2 ist, der schon viele Features hat, oder der iPhone Pro, der nachher noch mehr und dieses Gefühl, wenn ich drauf drücke, obwohl du ganz genau weißt, du kannst nicht zusammendrücken, aber es ist einfach wahnsinnig, wenn das so drückst drauf, dann geht das Menü. Also ich finde das echt herrlich. Also ich habe bei dem ganzen Rumspielen musste ich den Apple Pencil Pro, wie gesagt, nochmal komplett aufladen. Tablet ist auch fast leer geworden. Weil, naja, gut. Ich glaube, das Video ist schon echt lang und möchte es hier auch mit beenden. Und dann sehen wir uns am nächsten Video. Ich werde das 11 Zoll Pro mit dem M4-Prozessor jetzt noch ein bisschen ausgiebiger testen und möchte dann noch mal ein Fazit machen. Und dann kommen wir auch noch mal so auf die einzelnen Programme, ob das nun das Final Cut Pro ist oder Logic Pro oder jetzt für die neueste Variante heißt es ja wohl Logic Pro 2 oder Final Cut Pro 2. Muss ich auch gucken, was jetzt nun besser ist oder nicht besser ist. Ich habe es ausprobiert, aber ich nutze es nicht. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdi. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdi.